Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Es geht wieder weiter in einer schönen, neuen, spannenden Folge. Im letzten Part haben wir den Waldschrein beendet, also zumindest den Boss geklatscht. Wir haben uns da jetzt noch, ja, wir haben da noch zwei Truhen übrig, die wir auch noch machen müssen. Und ja, sobald wir einen Schlüssel und die Lampe haben, können wir das Ding dann komplett abschließen. Aber wir haben beim Boss den doppelten Greifhaken bekommen. Beziehungsweise den anderen Greifhaken noch. Das heißt, wir können jetzt erstmal solche Stellen wie hier abklappern. Und können uns da noch ein paar schöne Schatzkisten holen. Da unten, ne? Keine Ahnung. Hier hin. Und dann dahin. Ich glaube, wenn ich hier runterspringe, bin ich auch am Haiersee dann, ne? Ah, stimmt, am Haiersee kannst du dir jetzt auch noch was holen. Ah, könnten wir auch nochmal vorbeigucken. Da bei dem... Okay, jetzt haben wir noch einen Insekt bekommen. Könnten wir noch abgeben? Wenn ich hier runterspringe, komme ich zum Haiersee, oder? Ich müsste eigentlich. Weil dann können wir uns da nämlich auch noch was holen. Ja, perfekt. Denn hier beim Lichtgeist, genau, kann man, glaube ich, mit dem doppelten Greifhaken sich auch noch zu einer Schatzkiste hochziehen. Und dann brauchen wir bei dem Lichtgeist auch nochmal... Ja, ich weiß gar nicht. Wir brauchen auch noch die Lampe. Ja, die Lampe brauchen wir noch. Und dann sind wir beim Lichtgeist auch durch. Jo, dann haben wir heute entweder den Plan, dass wir nochmal zu den verlorenen Wäldern gehen. Was ist denn jetzt der smarteste Weg? Ich glaube, wir müssen sowieso erstmal dahinter. Ja, verlorene Wälder oder Wüste. In der Wüste gibt es halt richtig viel zu tun. Ne, da gibt es richtig viele Schatzkisten und Geister und Insekten. Da können wir richtig was finden. Und hoffentlich auch ein paar schöne Kern-Items, ein paar Schlüssel. Das wäre schon ziemlich nice. So, warte mal, da kann ich mich da hochziehen? So, wie schaut's aus? Ganz knapp nicht. Aber wo muss ich denn lang? Wo müssen wir denn lang? Geht das nicht? Warum geht das nicht? Ganz knapp geht das nicht, okay. Aber irgendwo hier müssen wir doch anfangen. Da hinten ist noch einer. Wo ist denn der Trigger Point? Da. Ich glaube, ich muss doch dahin, ne? Und dann von da an mich hochziehen. Ah, shit. Hätte ich gar nicht hier lang gemusst. Jetzt fehlt mir schon wieder die Musik. Mann! An solchen Orten müsste doch Musik sein. Hier aber, oder? Ja, okay. Da können wir hin. Und von hier aus dann hier so seitlich nach oben. Und da kommen wir, glaube ich, auch noch irgendwo zu einer Schatzkiste oder so. Hier. Dann, das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Da hätte ich mich auch... Ne, warte mal, da komme ich auch nicht ran. Oder ich muss halt hier erstmal so ein bisschen runter. Da zu der Schatzkiste kommen wir dann, glaube ich. Oh, das ist aber auch ganz haarscharf hier. Zack. Und dann noch hier rüber. Okay. Da kommen wir auf jeden Fall zu der Schatzkiste. Mal gucken, ob wir da irgendwas Schönes drin finden. Autsch. Okay, was ist es? Eine Geisterseele. Ja, die nehmen wir. Nummer 16. Das heißt, wir brauchen noch 4 Stück, um uns den Preis abzuholen. Und da hinten ist auch noch eine. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben nochmal 2 Schatzkisten abgesahnt. Ich weiß gar nicht, im normalen Spielverlauf ist hier irgendwo ein Herz da drin oder Geld? Geld, glaube ich nur, ha? Ein Schlüssel für die Bergruine. Jawohl, wichtig. Snowpeak. Wie viele gibt's da? 4. Das heißt 2 Stück noch. Dann können wir da auch
auf jeden Fall was machen. Auf jeden Fall. So. Ist hier noch etwas? Ich glaube, das war's hier, ne? Ja, da oben waren wir dran. Haben wir uns hier runtergezogen. Okay, dann fehlt hier nur noch einmal die Lampe. Und möglicherweise kann man hier unten halt noch was machen. Und was wegsprengen von den Felsen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Müssen wir mal gucken. Okay, hier sind wir erstmal fertig. Kann ich mich denn direkt wegteleportieren? Ich denke schon, ne? Jawohl. Ich würde nämlich nochmal ganz kurz in den Wald von Firone. Genau. Und auschecken, ob wir denn da jetzt irgendwas machen können. Denn möglicherweise steht jetzt der Typ da und dann können wir mit dem Huhn halt in den Wald fliegen und können da dann diese ganze Szene mit dem Waldschreien und nee, mit dem Zeitschreien triggern. Aber nee, der Typ steht glaube ich nicht da. Nee, hat noch nicht getriggert. Weiß nicht, ab wann das triggert. Jetzt ist es noch nicht passiert. Eigentlich? Ich weiß nicht, ob man die ersten drei Dungeons erst abschließen müssen, damit das triggert. Egal. Gut, gehen wir erstmal in die Wüste, oder? Was sagt ihr, Leute? Ab in die Wüste, würde ich sagen. Und da meine ich natürlich einmal zum Haljasee wieder. Da müssen wir uns mit der Kanone in die Wüste schießen lassen, genau. Und dann haben wir da auch einen Warp-Point in die Wüste. Das passt dann alles. Geil. Freue ich mich auf die Wüste. Miau. Leute, jetzt gibt es richtig was zu tun. So, jetzt brauchen wir erstmal Rafflers Notiz. Zack. Ich hoffe, wir haben da eine coole Musik. Guck mal. Was ich hier hab, Junge. Boah, das ist ja Raffler, Alter. Sonderflug? Na klar, ab in die Wüste. Let's go. So nice. So, und dann sind wir doch direkt jetzt in der Wüste. Gute Wüste. Ist das geil. Das ist aber die Schattenweltmusik. Oder Schattenpalast halt. I don't know. So, erste Geisterseele, Junge. Wir kriegen Pfeile. Schade. Okay, erste hat nicht gegönnt. Aber hier können wir uns noch reinbuddeln. Vielleicht haben wir da noch Glück und finden was Schönes. Was haben wir denn hier? Ach du Scheiße, schon wieder die Spinnen. Ich glaube, das ist besser mit dem Morgenstern, kann das sein? Ja, mit dem Morgenstern ist das ziemlich easy. Ja. So, ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Ich habe nämlich die Helligkeit wieder ein bisschen runtergedreht. Aber es geht, oder? So. Und da ist unsere Schatzkiste. Fabelhaft. Wunderbar. Ja, Bomben. Bomben? Vielleicht Bomben? Na, was sagt er? Bomben? Nein, Schlüssel. Für Schloss Hyrule. Ach Mann, das ist halt Endgame. Aber wir haben alle kleinen Schlüssel für Schloss Hyrule halt. Wenigstens das, ne? Geil. Okay, warte. Ich gehe nochmal ganz kurz in den Wolfsmodus und mach mal mein Gespür an. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie eine Schatzkiste in der Ecke. Nee, ne? Okay, alles klar. Dann rein da. So, jetzt haben wir die ganze Wüste vor uns. Also, das ist halt ein echt großes, weitläufiges Stück. Und da können halt überall auch kleine Schatzkisten rumstehen. Das wird interessant hier. So, was haben wir hier oben? Kann ich da oben auf den Felsen irgendwie drauf? Nee, ne? Das ist jetzt hier eher sinnlos.
Mal gucken, was wir hier noch so haben. Geisterseelen sehe ich gerade jetzt auch nicht auf Anhieb. Aber hier gibt es auf jeden Fall einiges zu holen, das sage ich euch, Leute. Wüste ist ein richtig krasses Thema. Gerade für einen Randomizer. Guck mal da oben. Oh Gott. Da hinten steht schon der erste Schatzkiste. Also da könnten wir halt rüberfliegen. Könnte es aber auch lassen. So, da hinten war mal. Bla bla bla. Ist halt jetzt so eine Kunst, das alles abzuschließen. Da ist ein Baum. Warte mal, da können wir auf jeden Fall hoch. Das mache ich mal kurz. Und dann brauchen wir noch schnell den Enterhaken. Zack. Haben wir denn hier oben irgendwas? Jo, auch eine Schatzkiste. Wow, ein kalter Wind weht auf. Meine Güte. Okay, das kann echt lange dauern, Leute. Ich werde da wahrscheinlich ab und zu mal einen Schnitt machen, wenn ich lange nichts finde. Aber ihr habt ja theoretisch immer die Stelle auf der Karte unten, wo ich gerade bin. Da müsste immer alles dabei sein. Okay, wir laufen mal kurz hier rum um den Spalt in der Erde. Und holen uns die eine Schatzkiste drüben noch. Dann werden wir uns langsam zur Drillhöhle vorwagen. Da werden wir dann wahrscheinlich auch unseren Teleporter bekommen. Unseren Teleporter in die Wüste. So, auf damit. Oh ja! Die vereiste Oberfläche glitzert im Licht. Geilo. Das ist jetzt die erste Spiegelscherbe. Die zweite. Die zweite? Ist das so, dass das die zweite ist? Wo sehe ich denn das? Hier sehe ich das gar nicht. Woher weiß ich denn, dass das die zweite ist? Okay. Wir gehen einfach mal davon aus, es ist die zweite. I don't know. So, hier haben wir auch nochmal so ein Fleckchen Erde. Kann man hier noch irgendwas machen? Nee, hier sind dann auch wieder... Ja genau, hier ist erstmal wieder ein Spalt. Da hinten, wo die Beine hausen, da sind auf jeden Fall auch nochmal Schatzkisten en masse versteckt. Da sehe ich auch schon wieder die nächste Schatzkiste. Also Leute, wir müssen hier echt aufpassen, dass wir alles mitnehmen. Okay, eine Geisterseele, finde ich gut. Fehlen nur noch drei. Da oben ist nichts, nee. Da liegt einfach ein... Okay, das müsste ein Insekt sein wahrscheinlich. Let's go. 100 Rubine. Nehmen wir mit. So, da hinten war man schon. Genau, ich muss hier erstmal einmal, zack. Ein Insekt haben wir. Hier ist nichts weiter. Hier können wir jetzt aber durch. Okay, ich glaube fast, ich muss doch nicht schneiden. Ich hätte es irgendwie langweiliger in Erinnerung. Aber eigentlich finden wir immer ganz gut was. Shit, da muss ich mit dem Schwein hin. Warte mal. Am Anfang stand doch irgendwo ein Schwein, ne? Da laufe ich mal kurz hin. Let's go. Vielleicht hätte ich es mir von Anfang an mitnehmen sollen, das Schweinchen. Aber ich dachte eigentlich, wir kommen da auch mit dem Morgenstern durch. Aber nein, wir brauchen ein Schwein. Schweine haben mehr Power als der Morgenstern, ist logisch. Jeder weiß es. Schweinepower halt. Kann ich mit dem Schwein eigentlich reden? Hab ich noch nie versucht? Nö. Die sind so nichts aussagen, solche Schweine. Okay, let's go. Ist auch so. So dämlich eigentlich, ne? Ganz normale Beschäftigung. Mit dem Schwein hier lang hoppeln. Aber wir haben hier keinen Tag- und Nachtwechsel, kann das sein? Finde ich gerade echt gut, weil sonst hätte ich die ganze Zeit links, rechts machen müssen. Also hin und her. So, da holen wir uns mal hier eine Schatzkiste. Und einmal gegen die Wand. Aua. So.
Was kriegen wir denn Schönes? Ah, Wahnsinn, ein Rubin. Und die Musik halt dazu, ne? Okay, weiter geht's. Ich und mein Schweinchen. Wunderbar, wir bereisen die Welt. Best Friends Forever. Ist das bescheuert? Okay. Ich glaube tatsächlich, hier haben wir erstmal alles soweit. So, da drüben werde ich wahrscheinlich noch nicht weiterkommen, oder? Ich gehe davon aus. So, warte mal kurz. Waren wir da schon? Ja, die Kiste ist offen. Okay, und da unten. Warte. Da ist das zweite Insekt. Auch wieder ein 100er Rubin. Schade. Zack. Jetzt fehlt uns nur noch das eine Insekt beim Zeitschreien und dann haben wir alle. Also alle Fundorte von Insekten, ne? Dann müssen wir uns darum nämlich schon mal keine Sorgen mehr machen. Das ist eigentlich ziemlich cool. So, da die Schatzkiste können wir uns noch nicht holen. Das müssen wir uns merken. Da müssen wir dann halt hin, wenn wir den Stab aktiviert haben. Aber das sollte eigentlich so, ja, logisch sein. So, dann einmal so und einmal... Shit. Einmal so. Und hier müssen wir, glaube ich, jetzt erstmal gegen Freunde kämpfen. Ja. Unsere besten Freunde, man kennt sie, die Schattenwesen. Im Endeffekt sorgen die einfach dafür, dass wir einen Teleporter haben. Also eigentlich ist geil. Ne? So, erstmal schön verwandeln. Okay. Das nehme ich so hin. Und da haben wir es auch schon besiegt. Geil. Gut, wir können uns jetzt in die Wüste teleportieren offiziell, Leute. Und da oben gibt es noch eine Geisterseele for free. Wird gerade Tag? Es wird gerade nicht Tag, ne? Die ganze Zeit ist gar nichts passiert. Wir waren echt lange in der Nacht. Und ein weiterer Geist, Leute. Zack, und. Ein Herzcontainer sogar. Wow. Nice. Mit dem nehmen wir doch gerne mit. So, ja, die Drillhöhle. Werden wir jetzt noch nicht starten, logischerweise. Mit 9 oder 10 Herzen, die wir jetzt hier haben, kommen wir da wahrscheinlich nicht so weit. Aber ich werde erstmal wieder Nacht machen. Weil wir wollen ja immer noch Geisterseelen farmen nebenbei. Und so dunkel ist es jetzt auch nicht. So, da drüben ist eine Schatzkiste. Let's go, die nehmen wir mit. Oh Gott. Ah, shit, da komme ich nicht mehr ran. Okay, die springen einfach selber in den Freitod. Warum nicht? Warum denn nicht? Ah, zack. Ihr nervt. So. Gleich haben wir's. Dann haben wir hier noch eine Schatzkiste. Und ja, da drüben haben wir auch noch haufenweise Schatzkisten. Dann gibt's da noch Geisterseelen en masse. Also wir haben auch richtig was zu erledigen. So, let's go. Was haben wir hier Schönes? Mann. So, dann müssen wir hier gleich wieder mitfahren. So. Ja, Leute, aber ich würde sagen, der Part endet erstmal wieder für heute. Ciao. Tschüss. Dann haben wir auf jeden Fall noch das Riesengebiet da vor uns. Da gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar Stellen, da können wir buddeln, da bin ich mir auch noch relativ sicher. Hier überall in den Ecken gibt es noch Schatzkisten, da hinten gibt es noch Schatzkisten, da gibt es auch noch das Lager von den Bockblins, da gibt es theoretisch auch einen Schlüssel und so. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun hier.
Mal da. Okay. Ja, ein bisschen was zu tun haben wir auf jeden Fall noch. Mal hier unten. Ja, komm. Im nächsten Part starten wir hier rein. Als Wolf erstmal reinbuddeln, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi.